Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich habe etwas über WhatsApp erfahren, was ich tatsächlich so interessant fand, dass ich gedacht habe, daran liegt es also. Cool. Weil ich habe die ganze Zeit überlegt, warum sehen sich keine meiner Freunde meinen Status an? Ihr wisst ja diese Funktion, dass man irgendwie ein Foto hochladen kann als Status und dass jeder das dann sehen kann von den Freunden. Bei mir steht jedes Mal angeschaut 0 Personen. Und obwohl sogar ein paar zitieren, da bin ich ja dann drauf gekommen, dass das irgendwie schon mal ein Fehler sein muss, weil tatsächlich schicken mir dann einige meinen Status und kommentieren irgendwie, dass sie das lustig finden oder so oder fragen, was ich damit meine. Und da habe ich dann schon gedacht, okay, ist vielleicht irgendwie ein Fehler, dass bei mir das WhatsApp irgendwie defekt ist oder so. Und weil es halt nicht schlimm genug war, habe ich das dann einfach so laufen lassen. Aber heute habe ich erfahren, woran das liegt. Es ist so, dass WhatsApp diesen Status, also den Lesebericht dieses Statuses, mit an den Lesebericht der WhatsApp-Chats geknüpft hat. Das heißt, wenn ihr den Haken rausgenommen habt bei Lesebestätigung anfordern, beziehungsweise wenn ihr inkognito seid, dass ihr nicht anzeigt, ob ihr einen Chat gelesen habt oder nicht, dann seht ihr auch diesen Status nicht. Das bedeutet, wenn ihr sehen wollt, ob irgendwelche Leute sich den Status angeguckt haben, müsst ihr aktuell noch dann auch diese Lesebestätigung aktivieren. Das heißt, ihr müsst es dann wieder so einstellen, das WhatsApp, dass ihr auch einen blauen Haken bei den Chats bekommt. Der Nachteil ist dann natürlich, dass wieder alle sehen können, wann ihr eine Nachricht gelesen habt. Aber das ist ja genau dieser Deal, wie gesagt, ihr könnt nicht lesen, die anderen können nicht sehen, wann ihr eine Chatnachricht gelesen habt. Dafür könnt ihr auch nicht sehen, ob der Gegenüber das Ganze gelesen hat. Das ist ja der Deal dieser Lesebestätigung. WhatsApp will das wohl angeblich auch ändern und will diese Lesebestätigung nicht verknüpfen mit der Lesebestätigung des Status, aber das wird wahrscheinlich dann erst beim nächsten Update kommen. Ich zeige euch jetzt nochmal zum Abschluss, wie ihr das einrichten könnt, dass die Lesebestätigung halt dann wieder eingeschaltet wird und dann klappt das auch mit dem Status. Dann seht ihr auch, wie viele Leute euren tollen Status sich angeguckt haben. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, denn abonnieren macht glücklich, das wisst ihr ja. Und wenn ihr auf die Glocke klickt, dann bekommt ihr automatisch eine Benachrichtigung aufs Handy, wenn ich ein Video hochlade und dann gehört ihr zu den Ersten, die das Video sehen. Ist das nicht super? Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Schneckengruß, tschüss.